In diesem Video wird gezeigt, wie das Boot lackiert wird. Zunächst sollte man die Oberfläche noch einmal mit einem schnellen Handschliff mit 220er Papier anschleifen. Dann wird der Schleifstaub mit einem feuchten Tuch entfernt. Verunreinigungen auf der Oberfläche kann man mit Verdünnung beseitigen. Das ist wichtig, damit der Lack später vollflächig auf dem Untergrund haftet und keine kreisförmigen Vertiefungen, also sogenannte Fischaugen, entstehen. Das kann nämlich dann passieren, wenn die Oberfläche zum Beispiel durch Fett verunreinigt ist. Beim Lackieren hat man mehrere Gestaltungsmöglichkeiten. Man kann sein Boot zum Beispiel komplett klar lackieren oder den Rumpf farbig und das Deck klar. Wir wollen hier einen Spezialfall zeigen. Und zwar werden Deck- und Seitenplanken klar lackiert und die Bodenplanken mit einer Mischung aus Epoxidharz und Graphit beschichtet. Diese Beschichtung reduziert den Reibungswiderstand zwischen Bodenplanken und Wasser. Außerdem wird die Abriebfestigkeit der Bodenplanken erhöht. Dies ist allerdings nur eine Zusatzoption. Es reicht auch völlig aus, sein Boot mit den üblichen zwei Komponenten Polyurethan-Yachtlacken zu beschichten. Die Lacke sind sehr hart und schlagfest. Vor dem Lackieren muss die Kante der Fläche, die lackiert werden soll, mit einem Lackklebeband abgeklebt werden. Es sollte auch wirklich ein Lackklebeband verwendet werden. Ansonsten kann es passieren, dass der Lack unter das Klebeband läuft und dadurch keine saubere Kante entsteht. Der Lack, den wir verwenden, ist ein Zweikomponenten-Yachtlack. Die eine Komponente basiert auf einem Polyesterharz, die andere Komponente ist ein Härter aus Isocyanat. Diese beiden Komponenten müssen ca. 30 Minuten vor dem Lackieren in einem bestimmten Verhältnis miteinander vermischt werden. Die Gewichtsanteile misst man am besten auf einer Brieffarbe ab. Der Lack muss gut verrührt werden. Wer eine schon angebrochene Dose verwendet oder mögliche Verunreinigungen aus dem Lack herausfiltern will, kann die Mischung noch durch ein Lacksieb gießen. Dann muss der Lack, wie gesagt, 30 Minuten ruhen. In der Werkstatt sollte sich der Staub so weit wie möglich gelegt haben. Staubpartikel, die in der Luft schweben, können sonst vom frischen Lack angezogen werden. Um den Staub zu binden, kann man den Werkstattboden kurz vor dem Lackieren mit Wasser anfeuchten. Jetzt sollte man noch ein letztes Mal die Oberfläche des Boots reinigen, zum Beispiel mit einem Staubbindetuch. Für den Lackauftrag benötigt man eine Lackwalze aus Schaumstoff, außerdem einen Schlichtpinsel aus Schaumstoff und einen Malerpinsel. Eine dünne Lackschicht wird mit der Rolle aufgetragen. Und direkt anschließend wird die Oberfläche mit dem Schlichtpinsel geglättet. Den Pinsel bewegt man am besten erst quer zur Bootsachse, dann längs dazu. Wobei man den Pinsel dann zuerst im trockenen Bereich aufsetzt, ihn dann in den feuchten Bereich zieht und dann vorsichtig wieder aus dem feuchten Bereich anhebt. Der Schlichtpinsel sollte nur mit wenig Druck auf die Fläche gedrückt werden. Auf diese Weise kann man sich in kurzen Abschnitten vorarbeiten. Im Bereich der Staufachöffnungen und der Cockpitumrandung sind manche Bereiche mit der Rolle nicht zu erreichen. Dann muss man den Lack mit dem Malerpinsel auftragen. Man sollte beim Lackieren zügig arbeiten, weil der Lack relativ schnell anzieht. Wenn man permanent feucht in feucht arbeitet, kann man eine homogene Fläche erzielen. Insgesamt sollten mindestens 3 Schichten Lack aufgetragen werden. Hierbei muss man auf die Angaben des Lackherstellers achten. Wenn man innerhalb einer gewissen Frist, also zum Beispiel innerhalb von 48 Stunden, die nächste Schicht Lack aufträgt, kann man sich einen Zwischenschliff ersparen. Wenn man diese Frist verpasst, muss man den Lack anschleifen, und zwar möglichst mit 400er Schleifpapier, damit die nächste Lackschicht gut auf der vorherigen haftet.
Nachdem das Deck lackiert ist, werden auch die Seitenplanken lackiert. Direkt nachdem die letzte Schicht Lack aufgetragen wurde, sollte man das Lackklebeband vorsichtig abziehen. Wenn der Lack einige Tage durchgehärtet ist, kann man das Boot umdrehen und den Rand der Lackfläche wieder abkleben. Diesmal von der anderen Seite der Kante. Im nächsten Arbeitsschritt soll ja die Graphitschicht aufgetragen werden. Damit keine feinen schwarzen Spritzer auf den lackierten Seitenplanken landen, sollten sie geschützt werden, zum Beispiel mit Zeitungspapier oder einer Kunststoffplane. Dann wird die Graphitbeschichtung vorbereitet. Die eine Komponente der Beschichtung besteht aus der schon bekannten Mischung aus Epoxidharz und Härter. Die andere Komponente besteht aus Graphitpulver. Um die Festigkeit dieser Beschichtung noch zusätzlich zu erhöhen, kann man noch etwas Quarzmehl zum Graphitpulver hinzufügen. Normalerweise sollte man laut Hersteller nur 5 bis 30 Volumenprozente Pulver zum Epoxidharz-Härter-Gemisch hinzufügen. Wir haben aber mit höheren Anteilen gute Erfahrungen gemacht. Bei uns ist das Volumen des Pulvers in etwa gleich groß wie das Volumen der Harz-Härter-Mischung. Das Harz wird dann nach und nach in das Pulver geschüttet. Die Mischung wird gut verrührt. Direkt anschließend wird dieses Gemisch auf die Bodenplanken aufgetragen. Dazu ist eine Schaumrolle gut geeignet. Und mit einem Schlichtpinsel kann man die Fläche wieder etwas glätten. Die Oberfläche wird allerdings nicht so glatt wie eine lackierte Fläche. Nach einigen Stunden, wenn die Fläche nicht mehr feucht ist, sollte man noch eine zweite Lage dieses Gemischs auftragen. Bei dieser zweiten Schicht kann man übrigens auf den Quarzsand verzichten. Direkt nachdem die zweite Schicht aufgetragen ist, sollte man das Zeitungspapier und das Lackklebeband vorsichtig wieder entfernen. Die Beschichtung sollte gut aushärten, bevor man das Boot wieder umdreht. Und noch ein Hinweis für diejenigen, die nur das Deck des Boots klar lackieren möchten. In dem Fall wird die Lackierung der Seitenplanke oft bis auf den Rand des Decks hochgezogen. Besonders elegant wirkt es übrigens, wenn man das Lackklebeband an Bug und Heckspitze mit einer Schablone und einem Cutter etwas abrundet. Normalerweise wird bei dieser Variante also erst der Rumpf, dann das Deck lackiert.